Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Veloz-Kanal zu einer weiteren Folge NBA 2K21. Und wir spielen heute gegen die Detroit Pistons. Wir stehen bei 10 zu 5, bei einer schönen positiven Bilanz. Die Detroit Pistons standen eben bei 8 von 8 Siegen, 8 Niederlagen. Dementsprechend natürlich sehr, sehr ausgeglichen. Pistons finde ich einfach ein geiler Gegner mit Derrick Rose und Blake Griffin. Eben nochmal diese zwei Starspieler mit gehobenem Alter nochmal zu bespielen. Wird auf jeden Fall interessant. Ich finde, die Pistons sind auch so ein Team, wo ich echt nicht weiß, wie es da in Zukunft weitergehen soll. Also jetzt auf die Realität bezogen. Denn irgendwie, ja, sie haben Blake Griffin, sie haben Derrick Rose. Aber haben die wirklich eine große Zukunft irgendwie vor sich? Also weder kann ich mir vorstellen, dass man momentan noch für Griffin oder Rose viel Gegenwert kriegen würde. Noch weiß ich, gut, ich weiß jetzt nicht, wie es natürlich um ihr Salary Cap aussieht. Aber ich glaube auch nicht, dass irgendwie ein Superstar jetzt unbedingt die nächsten ein, zwei Jahre nach Detroit gehen wird. Und irgendwie sind sie für mich so eine Franchise, so ein bisschen wie die Wizards oder auch die Knicks. Wobei Knicks hat theoretisch ja viel Capspace bald wieder frei. Aber ich sag mal so, die Detroit Pistons sind so ein bisschen wie die Wizards für mich. Eine Franchise mit ein, zwei richtig starken Spielern. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren irgendwie wegkommen vom unteren Mittelfeld, sage ich mal. Wobei die Wizards natürlich viel Talent noch im Kader besitzen, ne? Mit Moritz Wagner, Isaac Bonga und Co. Aber so wirklich glaube ich trotzdem nicht, dass die eine so positive Entwicklung nehmen werden. Aber ist ja auch egal. Das zur Realität. Wir kommen jetzt natürlich zurück wieder ins virtuelle Leben. Hier und heute gegen die beiden Männer. Da haben wir eben gesehen, Griffin und Derrick Rose. Natürlich die beiden größten Namen bei den Pistons. Ich bin gespannt, wie wir spielen werden. Und hier die Starting Fives jeweils. Derrick Rose, Luke Kennard, Mikhailiuk, Christian Wood und Blake Griffin. Gegen unsere Starting Five, die wie immer aus Markelle Fultz. Jetzt erstmal hier der Tip-Off. Den gewinnt Blake Griffin. Bei uns die Starting Five wie immer Markelle Fultz, Zach LaVine, Jonathan Isaac. Und jetzt hier erstmal Blake Griffin gegen Bamba, der natürlich auch in der Starting Five spielt, und Aaron Gordon. Das war stark von Griffin. Jetzt hier Markelle Fultz. Bamba stellt den Block. Fultz kann eben davonziehen. Macht den rein. Schöner Korbleger von Markelle Fultz. Auch guter Block gestellt eben von Mohamed Bamba. Dadurch war die Zone frei für Markelle Fultz. Jetzt hier Griffin. Derrick Rose. Boah, Foulspiel. Und and one. Das war stark gemacht von D-Rose. Ah, Gordon. Da hat er ihn ganz schön aufs Korn genommen. Zu früh hochgegangen. Derrick Rose sucht den Kontakt. Macht da noch perfekt den Bucket rein. Und den Freiwurf auch. Na, 5-2 für die Pistons. Jetzt hier Markelle Fultz. Ah, stark gemacht von Fultz. Macht ihn nicht rein. Mohamed Bamba ist aber da. Hier wieder Fultz gegen Rose. Fultz sucht den Abschluss und holt sich das Foul. Ja, jetzt hier ordentliche Zitterei. Den macht er trotzdem, Markelle Fultz. Lässt sich nicht unter Druck setzen von den Pistons-Fans. Zweiten auch drin. Alle Punkte bisher von uns von Markelle Fultz erzielt. Jetzt hier Derrick Rose. Ach, das war ein bisschen sehr stumpf von Markelle Fultz, sagen wir es mal so. Jetzt hier Michalczuk. Mohamed Bamba mit dem ersten Block. Sehr schön. Und jetzt hier Fultz. LaVine war da sehr frei. Macht ihn nicht rein. Der fällt da echt nochmal raus. Hatte schon reingeguckt. Schade. Für unseren Topscorer jetzt hier Michalczuk. Macht den Dreier rein. Stark. Wenn ich ihn falsch aussprechen sollte, dann sorry. Hat nicht einen ganz so einfachen Namen. LaVine jetzt. LaVine. Isaac. Gordon hat dann den Block gestellt. Und jetzt hier Isaac. Bamba nimmt den mal. Macht ihn nicht. Hatten wir aber keine andere Möglichkeit mehr. Jetzt hier D-Rose. Und den macht er stark rein, Derrick Rose. 10 zu 4 schon. Kein guter Start unsererseits. Und Fultz macht das Spiel schnell. LaVine.
Gordon. Fultz. Jetzt hier Mohamed Bamba gegen Blake Griffin. Levine muss den jetzt nehmen, Mitteldistanz. Jetzt hier wieder Derrick Rose, will das Spiel schnell machen. Macht das Spiel schnell und Blake Griffin macht den da rein. Wir werden ganz schön zerstört, muss man sagen. Absolut brauchen wir diese Timeout. Wir werden komplett zerstört von den Pistons. Die beiden Allstars, Derrick Rose und Blake Griffin, machen uns das Leben zur Hölle. Allen vor allem Derrick Rose bisher. Cousins und Kur jetzt mit dabei. Und jetzt hier DeMarcus Cousins. Versucht sich aufzuposten. Carter wurde freigelassen. Macht ihn aber nicht rein. Es läuft überhaupt nicht. Jetzt hier. Powell stört da noch, aber nicht wirklich gut. Jordan McRae. Porter. Oh, kann sich da ein bisschen freispielen. Da war wieder Griffin. Ja, sie stören immer wieder gut. Sie kriegen die alle unsere Würfe contested hin. Wir haben schon ewig lang keinen Punkt mehr gemacht. Boah. McRae. Gordon ist da. McRae. Der ist nicht drin, aber dann der Rebound. Aber jetzt konnten wir mal einen Stop herbeirufen. Cousins. Ah, zu wenig Bewegung drin. Carter. Läuft und läuft und läuft. Es ist da DeMarcus Cousins. Powell. Ah, das ist... Weiß nicht, das ist nicht gut. Also die Pistons verteidigen das sehr, sehr gut, muss man sagen. 14 zu 4, das ist eine katastrophale erstes Viertel gewesen. Das ist nicht gut. Also die Pistons, Respekt, wie sie es verteidigen, das ist sehr, sehr stark. Hier sehen wir Luke Kennard. Ja, das Interview ist mir gerade egal. Wichtig jetzt im zweiten Viertel ranzukommen. Boah, das war fast ein Rückspiel. Carter geht da rein. Verliert fast den Ball. Jetzt DeMarcus Cousins. Sehr schön. Mal in der Zone hier gescored. Galloway jetzt am Ball. Galloway. Carter ist dran. Galloway kann er nicht eben davonziehen. Galloway die ganze Zeit hier am Ball. Na, Galloway. Kriegt den Ball noch weggespielt. Der ist nicht drin, aber sie machen den Rebound. Putback geht aber auch an uns dann. Sehr schön. Jetzt hier Aaron Gordon. Aaron Gordon. Powell. Spielt den Ball da noch irgendwie hin. Na, jetzt hier Carter Williams. Powell nimmt den mal. Perfekt. Stark. Wir sind wieder dran. Wenn wir den Stop hinkriegen, sind wir wieder richtig dran. Galloway gegen Carter. Galloway macht das nicht so gut. Jetzt Porter. Porter spielt den auf Eric Gordon. Mann. Zu hektisch alles. Zu hektisch. Oh, hier nochmal den Block. Sehr schön. Das war stark gemacht. Mobile One Blocks. Okay, schön. Offizielles Motoröl der NBA. Sponsoring auf jeden Fall on fleek bei der NBA. Können sich gerne auch bei mir melden. Ich könnte einen Ölkonzern als Sponsor durchaus gebrauchen. Die würden wahrscheinlich gut zahlen. Derrick Rose trifft hier den Dreier nicht. Powell kann den jetzt nehmen. Macht den leider nicht rein. Das wäre wichtig gewesen. Kennard. Oh, den darfst du dann nicht freilassen. Die macht der aber nicht. Na gut, aber Tron Maker macht den dann rein. Und schon sind es wieder 7 Punkte. Powell. Carter Williams, Water freigelassen. Jetzt hier Cousins. Und jetzt hier Carter. Oh Mann, ey. Da hat er einen freien Mitteldistanzwurf und wirft den richtig schlecht. Kennard jetzt hier gegen Levine.
Luke Kennard. Oh, schöner Pass nach draußen. Derrick Rose macht den Gott sei Dank nicht. Und jetzt hier Zach LaVine. Zach LaVine setzt sich da durch. Carter. Carter Williams jetzt. Und jetzt hier Cousins. Ah, sie lassen Porter da frei. Der kann jetzt werfen. Macht ihn aber wieder nicht rein. Ah, die Würfe sind nicht so perfekt momentan. Alles andere als perfekt. Luke Kennard. Macht ihn nicht, Gott sei Dank. Schön nach vorne gespielt. Jetzt hier aber Zach LaVine alleine. Findet aber Carter Williams. Stark gemacht von Zach LaVine. Schöner Pass da eben von Zach LaVine. War da gedoppelt gegen zwei. Hätte da keine Chance oder ich sag mal nur eine schwere Chance gehabt zu scoren. Und Carter Williams kam angerannt und dadurch eben durch den schönen Pass von Zach LaVine konnte einfach scoren. Sind nur noch 5 Punkte. Es waren mal 10. Wichtig, dass wir da ein bisschen rangekommen sind. Im zweiten Viertel allgemein kommen wir immerhin besser zum Scoren bisher. Derrick Rose. Oh, Mohamed Bamba lässt sich da einfach überlaufen. Oh, was ein Pass! Oh, yes! Was ein Pass! Von Mohamed Bamba und Markelle Fultz. Dank den da easy going rein. Football Pass hier. Wieder bei 5 Punkten. Maker jetzt. Boah, Kennard wurde komplett allein gelassen. Ja, das muss bestraft werden. Ich weiß nicht, warum da Kennard allein stand. Jetzt hier Markelle Fultz. Bamba stellt den Block. Bamba ist da frei, versucht's. Ah, gut. Derrick Rose. Kennard. Kennard gegen Fultz. Ah, Fultz kommt da nicht ran. Boah, wieder den Dreier da gefunden. Aber absoluter Airball. Markelle Fultz. Schöner Pass. Porter macht ihn nicht rein. Isaac ist da. Macht ihn auch nicht rein. Das ist dann natürlich doppelt und dreifach bitter. Kennard, Mitteldistanz. Macht ihn rein. Jetzt brauchen wir Zach LaVine. Macht den. Nicht rein. Oh, wieder 10 Punkte. Es sind wirklich zur Halbzeit dann wieder 10 Punkte Abstand, ey. Schwierig. Schwierige Situation jetzt. Das war wieder so ein bisschen sehr hektisch alles. Ja, freier Dreier hier. Das ging viel zu einfach. Boah, unsere Wurfquoten sind ja mal räudig, ey. 26%. Grottig. 28 waren es, glaube ich, oder waren es 26? Jetzt nicht so super genau hingesehen. Am Ende waren es irgendwie 24. Ich bin ein Vollidiot. Ist ja auch egal. Also, was heißt egal? Die sind einfach grottig, ob 24 oder 28. Das macht kaum einen Unterschied. Die sollten wir jetzt auf jeden Fall nach oben schrauben, so dass wir irgendwann mal bei 45 ankommen. Hier sehen wir die Roster eben kurz. So, zweite Hälfte müssen wir jetzt viel, viel besser angehen. Levine. Bamba jetzt hier im Post vielleicht mal. Gegen Blake Griffin wird das ganz schwer für Bamba. Block gestellt. Levine. Ah, das ist alles ein bisschen sehr umständlich. Jetzt hier schönes Ball-Movement. Markelle Fultz macht ihn aber nicht. Oh, und sie nehmen den Dreier. Griffin, persönliches Foul, okay. Glück gehabt. Markelle Fultz. Markelle Fultz gegen D. Rose. Isaac. Isaac natürlich. Levine. Das ist natürlich jetzt auch nicht alles so einfach. Isaac. Spielt da auf Markelle Fultz, der kann jetzt werfen, macht ihn rein. Aber das ist echt hart, wie die Detroit Pistons Defense uns jeden einzelnen Wurf schwer macht. Jetzt Derrick Rose. Oh.
Wieder Rose. Und jetzt hier Kennard. Ah, zu früh hoch, aber Bamba mit dem Block. Jetzt Markel Fultz. Oh, sieht da Bamba. Und der wird auch weggeblockt. Der aber jetzt auf Fultz. Der macht den Dreier leider nicht. Das wäre natürlich eine schöne Bestrafung. Oh, und jetzt hier Derrick Rose. Macht ihn nicht. Bamba wieder da. Bisschen Ruhe reinbringen. Markel Fultz. Bamba. Jonathan Isaac. Isaac hat es da nicht so einfach. Isaac. Schöne Drehung, aber macht ihn leider nicht. Kernard. Michailuk. Auch nicht drin. Jetzt eventuell Zach LaVine. Ah, LaVine versucht sich da durchzupowern. Markel Fultz. LaVine konnte sich da ein bisschen freilaufen. Schön. 6 Punkte wieder. Schwieriges Spiel auf jeden Fall. Also defense-technisch von den Detroit Pistons wirklich Respekt, wie sie es machen. Für uns ist es aber echt nicht so einfach, wirklich zu vielen guten Punkten zu kommen. Jetzt Carter Williams wieder mit dabei. Gegen Galloway. Galloway. Blake Griffin gegen Cousins. Na, Cousins, viele Fakes. Viele Täuschungen. Galloway. Nicht mehr viel Zeit für Galloway. Oh, schöner Block von Gordon war's. Oh, und jetzt haben sie hier natürlich den einfachen Rebound von Thron Maker. Ist das bitter, also da wirfst du dich da als Team rein, machst es eigentlich richtig gut, aber dann kommt Thron Maker, der einfach der Größte dort in der Zone ist. Ja, und bestraft dich. Und Cousins kann da jetzt frei werfen, macht ihn aber nicht rein. Griffin. Boah, Dreier. Wird nicht bestraft, Porter. Jetzt hier DeMarcus Cousins stellt den Block. Jetzt hat hier Cousins das Mismatch. Das macht er jetzt. Ja, sehr schön. Alles andere wäre jetzt auch echt eine Enttäuschung. 2-for-1 sogar gegangen, aber unbewusst. Galloway. Carter mit dem Foul. Griffin. Der kann natürlich auch den Dreier werfen. Lässt jetzt erstmal Zeit verstreichen. Cousins geht da jetzt ein bisschen aggressiver ran. Galloway. Nicht drin. Und jetzt Cousins wirft. Ah, schade. Das hätte es jetzt gebraucht. So ein absolut crazy Dreier von DeMarcus Cousins. Das wäre natürlich geil gewesen. Aber nun gut, es sind nur 6 Punkte. Es ist ein absolutes Low-Scoring-Game. Sehr, sehr schwieriges Spiel einfach. Die Detroit Pistons, muss ich echt sagen, Respekt, wie sie verteidigen. Die machen uns jede einzelne Offense von uns, machen sie schwierig. Das ist wie so ein Playoff-Game, wo jede Offense nur mit Hustle wirklich durchkommt. Ja, und sie haben jetzt auch noch Possession. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kritisch. Wenn jetzt McRae oder ein anderer Spieler 2 oder gar 3 Punkte macht, dann sind sie echt in einer mega guten Position. Oh, jetzt gut verteidigt, Wood. Ja, und jetzt hier Galloway gegen Powell. Der ging nicht rein, sehr schön. Carter. Gordon. Macht ihn nicht rein. Jetzt Galloway. Powell mit dem Foul, okay. Oh, McRae. Macht ihn nicht. Unser Ball. Jonathan Isaac. Auf Markel Fultz. Isaac. Fultz war da frei. Den muss er doch reinmachen aus der Mitteldistanz. Das gibt's nicht. Das sind die Würfe, die musst du machen. McRae gegen Isaac. McRae. Ah, oh, der war schwierig.
Und jetzt hier Foles. Foles mit Geschwindigkeit wird gefoult. Sehr schön. Muss die jetzt aber natürlich auch erstmal machen. Oh, Markelle Fultz, mach den doch. Der zweite immerhin. Es sind wieder 5 Punkte. Wir müssen aber mal auf 4 rankommen, auf 3. Jetzt hier Derrick Rose. Oh, Block. Und jetzt hier Zach LaVine. Macht ihn rein. Es sind nur noch 3 Pünktchen. Schön. Ein Dreier oder noch 2-2 und wir sind vorbei. Aber vor allen Dingen jetzt natürlich erstmal hier ein Stop in der Defense. Ja, gut, so nicht. So nicht, denkt sich Derrick Rose. Der denkt sich, ey, eure Euphorie, die stoppe ich mal ganz schnell. Oh, was? Nein, 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 nein. Ach, Mann, das war dumm. Warum muss man sich das Leben auch schwer machen? Boah, Griffin nimmt den direkt, aber nicht drin. Levine. Bamba stellte den Block, aber der war sehr schwierig. Das war sehr ambitioniert, sagen wir es mal positiv. Die Rose hier gegen Markelle Fultz. Oh, das gibt's nicht, Derrick Rose. Markelle Fultz. Fultz auf Levine, das wird ein ganz schwieriges Ding. Oh! Ballbesitz Pistons. Ob da wirklich noch was drin ist bei 7 Punkten Abstand? Oh, Derrick Rose wird da aber abgeblockt. Und dann ist da aber Blake Griffin, ja. Das ist halt das Problem, ne? Diese Second Balls alle, also diese Second Chances, landen dann immer bei Detroit. Ob Gordon super blockt und dann ist Thronemaker da. Ob jetzt hier ein super Block und dann ist Blake Griffin da. Ah, das war, glaube ich, schon der Dagger eben. Das war die entscheidende Situation, die einfach alles entschieden hat. Isaac. Levine war da frei, muss den jetzt aber machen. Macht ihn aber nicht. Derrick Rose. Hat jetzt natürlich auch Zeit. Wood. Auf Rose. Auf Wood. Gordon ist dran. Gordon ist da aggressiv dran. Jetzt die Wurfmöglichkeit hier. Schwierig. Unser Ball. Aaron Gordon. Auf Bamba. Schön, aber 7 Punkte weiterhin. Also da muss man jetzt den Ball ganz schnell sich holen. Kennard. Ja, gut, das war's. Gordon nochmal mit Punkten. Aber das ist halt zu wenig heute. Rose. Wood. Ja, nochmal der Versuch des Steals, aber das war's dann. Den nimmt er sogar nochmal. Und damit ist das Spiel aber auch beendet. Wir werden keinen weiteren Wurf probieren. Das bringt ja nichts bei dem Rückstand. Es ist schade, dass wir das Spiel verloren haben. Man muss aber echt sagen, die Detroit Pistons haben das Spiel auch gewonnen, wirklich. Also, die haben es wirklich auch verdient zu gewinnen. Das wollte ich sagen. Die haben super Defense gespielt. Die haben toughe Defense gespielt. Die haben uns unzählige Würfe schwer gemacht. Und auch wenn wir immer mal wieder rankamen, waren sie am Ende eben die Mannschaft, die ein bisschen schlauer agiert hat.
Und da muss man halt einfach sagen, ey, Glückwunsch, ihr wart das bessere Team, ihr habt euch diesen Sieg wirklich erhasselt und dementsprechend auch verdient. So stelle ich mir eben die Mannschaften vor, wenn wir in den Playoffs sind. Wirklich Vollgas geben und jeden Angriff des Gegners mit Herz und Nieren verteidigen. Ja, 58 Punkte, das ist ja lächerlich, ey. Naja, auf jeden Fall Derrick Rose, starke Partie, 24 Punkte gemacht. Kennard, Griffin 14 und 7. 11 Assists aber auch gezeigt und 2 Blocks und eine richtig starke Wurfquote. 7 von 9. Thron Maker war auch immer gut mit dabei. Mykhailiuk, ordentliches Spiel und wurde auch viele Rebounds gepflückt. Ja, bei uns unser bester Mann war Markelle Fultz. Ah, dann Levine hat halt vieles, vieles nicht getroffen, muss man sagen. Sehr, sehr schlechte Wurfquote. Cousins hat es noch ganz ordentlich gemacht, war aber. Ja, auch nur in ein, zwei, ja, man kann nicht sagen, ein Viertel war relativ präsent. Ich weiß jetzt nicht, ob es das erste oder zweite war, aber ansonsten war wenig von ihm im Spiel zu sehen. Ja, und der Rest war dann halt auch nicht wirklich stark, ne? Mohamed Bamba natürlich richtig gute Defense-Leistung mit 21 Rebounds und 7 Blocks. Ja, aber das war teamtechnisch offensemäßig einfach zu wenig. Dementsprechend haben wir das Ganze verloren. Aber nun gut, so ist das halt. Euer Velosche meldet sich trotzdem jetzt erstmal ab. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Und bye bye.